die ganze Entstehung des Lebens lässt sich chemisch einfach erklären, ja. Aber was wir nicht verstehen können, wie kam es dazu, dass genau die Dinge zusammengetroffen sind, um dieses ziemlich Unwahrscheinliche eben möglich zu machen. Da kommt sozusagen die Vorstellung herein, dass hier einfach dauernd gewürfelt wird und dann rechnen wir aus. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn man würfelt, dass sowas eintritt und dann sagt man, ja, es kann schon eintreten, aber in so kurzer Zeit, so viele Unwahrscheinlichkeiten, ist praktisch unmöglich. Dann überlegt man sich Beschleunigungsmechanismen. Die Auflösung meines Erachtens liegt daran, es würfelt nie immer etwas. Es ist genauso, wie wenn ich mit meiner rechten und meiner linken Hand etwas tue und die Finger zusammentue und dann frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich treffen? Die sind beliebig gering, wenn sie nicht Teile desselben Körpers sind. Die sind nie getrennt, die wissen immer schon voneinander, nicht? Das heißt, alles Geschehen ist ja nur eine Ausgestaltung von immer dem einen, das am Anfang ist. Und dann passieren solche Unwahrscheinlichkeiten schon, ja? Das sind eigentlich, es ist keine Würfelaktion, ja? Sondern etwas, das mit einer Absicht verbunden ist, spontane Absicht. Oder, dass ich geleitet werde von Vorstellungen, die ich vorher hatte. Wieder dieser Gedanke, wie kommt aus einer Ahnung ein spezieller Gedanke heraus? Wenn Sie am Morgen aufwachen und sagen, was mache ich heute? Sie sagen es noch nicht, sondern im Kopf ist das, wie Ihr Tag da ist. Und wenn jemand Sie fragt, was macht Sie, dann auf einmal schrumpft diese Ahnung zusammen zu diesem, zu diesem, zu diesem, unabhängig voneinander. Und diese Gedanken haben nichts miteinander zu tun und trotzdem sind sie aus derselben Suppe entstanden, die wir vorher Ahnung nannten. Ja? So ist die Welt entstanden. Und deshalb ist es nicht pure Wahrscheinlichkeit und Zufall, dass es ist. Ja? Wenn wir die Entwicklung des Lebens betrachten, jetzt im Rückblick, dann sehen wir, dass da ganz, ganz bestimmte Bedingungen notwendig sind. Schon in unserem Planetensystem sehen wir, dass die Erde dass der einzige Planet ist, der diese Bedingungen erfüllt. Er ist groß genug, sodass er gewisse Stoffe festhalten kann, zum Beispiel Wasserstoff, nicht in den Weltenraum entlässt, dazu ist genügend Masse da. Er hat einen gewissen Abstand zur Sonne, das ist wichtig für die Temperatur. Dass wir nämlich hier durch eine Zone gelaufen sind, wo Wasser abregnen konnte und Ozeane bilden konnten. All diese Dinge sind wichtig. Und wenn wir das von unserem Standpunkt aus betrachten, sagen wir, also das ist doch ein reiner Zufall. Ja, ja, ich meine, wenn wir das große Universum uns vorstellen, ich meine, und wie viele Planeten es da wohl gibt, die sehen wir gewöhnlich nicht, wir sehen ja nur die Sonnen, dann sagen wir, gut, ja, wir leben genau dort, wo wir möglich waren. Ja? Es ist auch nicht nur so, dass die Welt, die Erde lebt, es ist ein lebender Organismus. Die ganze Materie muss damit einbezogen werden. Sie ist in dem Sinne auch lebendig. Das heißt, anstatt das Lebendige aus Toten aufzubauen und zu fragen, was muss ich bei der Organisation der Logistik des Toten machen, dass am Schluss etwas Lebendiges herauskommt, da hat man enorme Schwierigkeiten. Da kriegt man nämlich nur komplizierte Roboter, aber nie jemand, der sagt, cogito ergo sum, ich denke also, ich bin nicht. Sondern man muss schon von Anfang an das mit dem anfangen, was wir Lebendigkeit nennen. Wir können sagen, Leben ist viel fundamentaler als Materie. Das heißt, das Prozesshafte, das Kreative, das sich dauernd Verändernde. Und dass es in diesem Strom der Veränderungen auch Dinge gibt, die sich nicht verändern, ist eine Nebensache. Ja? Aber doch ganz wichtig, weil es für uns schon ganz wichtig ist, dass wir immer wieder die Dinge erkennen, an die wir gewöhnt sind. Ja?